Ja, und herzlich willkommen zu einem spannenden Wirtschafts- und vor allem jetzt auch Service-Talk bei einem österreichischen Vorzeigeunternehmen, in das wir jetzt tief hineinblicken dürfen. Wir sind bei der AN Group hier im Herzen von Wien. Heute im Herzen von Wien, an sich gibt es euch ja auch in der Schweiz und in Deutschland. Und mir gegenüber die beiden Hausherren, der Gründer Hubert Suchy und Sohn Bernhard Suchy, auch im Unternehmen tätig. Ich begrüße Sie. Grüß Gott. AN Group, wir haben da hinten ganz groß das Logo. Ein Unternehmen, das beeindruckt mit dem, was Sie tun. Bevor wir da hinkommen, zuerst einmal die Frage, was tun Sie? Ja, wir sind ein IT-Dienstleister, wie Sie richtig genannt haben, in der Dachregion, in die drei Länder, Österreich, Schweiz, Deutschland. Wir vertreiben zwei ERP-Produkte von SAP, das ist SAP Business One und SAP Business by Design. Das sind zwei Warenwirtschaftssysteme, wo wir die Kunden quasi ihre Prozesse digital abbilden, sei es von Verkauf, Einkauf, die Logistik, Projektmanagement, aber auch die Finanzbuchhaltung. Das heißt, Beispiele, für wen, wer nutzt sowas? Welche Größe? Ja, die Größe ist oft ein Punkt, wo uns die Leute fragen, SAP, das ist uns zu groß. Da müssen wir klar mit einem Nein dazwischen grätschen, weil wir haben Kunden vom Fliesenleger bis zu einem Großhandel oder Münzhandel. Und beim Fliesenleger oder für den Fliesenleger macht das Programm konkret dann, oder das, was ihr implementiert, sozusagen die Programmlogistik dann? Ja, der nutzt das, damit er quasi seine Angebote, seine Kundenaufträge, Rechnungen schreiben kann, dass er die Bestellungen bei seinen Lieferanten tätigen kann, aber auch für die Finanzbuchhaltung und für den Kunden direkt im Haus. Ermittelt er quasi in der App, was es schon kostet, schreibt die Artikel auf, die Größen, was er braucht, von den Fliesen zum Beispiel beim Fliesenleger. Und das Ganze ist dann im Echtzeit im System drinnen. Heute alles im digitalen Zeitalter, alles vorstellbar und darstellbar. Herr Suchy, wie Sie damals begonnen haben, allerdings 20 Jahre Jubiläum übrigens, Gratulation. Da war es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, das den Leuten zu erklären, dass man das braucht. Weil da war halt der Fliesenleger wirklich mit den Büchern quasi und hinein in den Schrank und die Frau hat es dann vielleicht daheim am Abend bearbeitet, oder? So ist es, ja. Also die Digitalisierung hat zwar durchaus begonnen, ist aber noch weit entfernt von einem heutigen Status gewesen. Also die letzten 20 Jahre waren also geprägt von einem ganz, ganz raschen Fortschritt der Digitalisierung und in den letzten Jahren noch einmal verstärkt durch die ganze Pandemie. Ne? In den 20 Jahren, was waren für Sie so die wichtigsten Eckpfeiler, wenn Sie zurückblicken? Ist ja ein langer Weg und heute, wir sind da gerade im Wiener Standort jetzt und schauen uns da um, wirklich interessant, beeindruckend. Also die wichtigsten Eckpfeiler sind durchaus vielfältiger Natur, also mal von dem Entschluss einmal weg. Business One gesehen zu haben, war also damals 2002 für mich ein Thema aus der Branche kommend, ja, flexibel, super, einfach zu handeln, also genau das, was ich eigentlich immer gepredigt habe davor. Und mit dem Besichtigen von SAP Business One kam auch der Entschluss, also hier selbstständig tätig zu werden. Dann kamen die ersten Schritte, die ersten Mitarbeiter, das waren durchaus Meilensteine schon, weil man also dann damit ja auch schon so diversen Zahlungen an Finanzämter, Steuerlohn und so weiter verpflichtet sind. Dann also diese Zyklen rauszubringen, also einen kontinuierlichen Geschäftsverlauf zu haben, also nicht nur Projekt, Umsetzung, sondern ich nannte es immer Schweinebauchzyklen, einfach rauszubringen, kontinuierlich Business reinzubringen, bis hin zu den nächsten großen Schritten, die dann einen Zusammenschluss mit dem Schweizer Partner Adrian Lütti hervorrief, Gründung der Holding, die in weiteren Folgen, also diese ganze kulturelle Zusammenarbeit zu fördern, die Effizienz zu fördern, natürlich dem Kunden mehr zu bringen. Business One hat sich in dieser Zeit also von einem kleinen, durchaus simplen, einfachen Programm durchaus schon auch zu einem noch immer sehr einfach zu bedienenden Programm, aber von der Funktionalität das ganz massiv gesteigert, um die Anforderungen der Digitalisierung auch abbilden zu können. Was unterscheidet jetzt grundlegend die beiden Programme, sozusagen Business One? Business One ist im Prinzip, gibt es seit 2001 am Markt. Und ist an und für sich eine On-Premise-Lösung, gibt es aber genauso in der Cloud. Business by Design ist nur für die Cloud gedacht und wenn man das ein bisschen eingrenzen möchte, sage ich einmal, ist Business by Design eher Richtung Mittelstand hin. Also für die 2-3 User-Geschichten ist das Business One eher das Produkt als Business by Design. Das heißt, kleinere Zielgruppe, größere Zielgruppe sozusagen. Genau, wobei ich da SAP Business One die größere Zielgruppe nicht verwehren möchte, weil wir haben genauso Kunden, wo das System einfach perfekt passt
und wir ihre Prozesse implementiert in das System haben und die damit arbeiten. Und das sind auch mehrere hunderte Mitarbeiter. Wir stellen unter anderem auch auf NTV aus, da sind natürlich viele Unternehmer, denen SAP absolut viel sagt, logischerweise. Trotzdem ist es so, dass man damit verbindet, eben, dass es ausschließlich für große Unternehmen ist, was ja nicht der Fall ist. Beispielsweise beim Beispiel des Fliesenlegers. SAP, warum haben Sie sich damals für SAP entschieden? Ja, SAP hatte also zu dem damaligen Zeitpunkt bereits also den Ruf, für Konzerne oder für Großkonzerne da zu sein mit dem Produkt. SAP Business One gab es erstmalig die Alternative. Und meine Einstellung geht grundsätzlich in den Richtung Klein- und Mittmarkt, also KMU, klassischen KMU-Bereich, der ja auch in den drei Ländern noch unterschiedlich behandelt wird, ja von der Größen- und zuordnungstechnischer Seite. Und mir persönlich das politische Verhandeln also mit Konzernen nicht so taugt. Das war also die Basis. Das ist ja übrigens auch ein USP von Ihnen, muss man dazu ganz klar sagen, dass da das Menschliche nie auf der Strecke geblieben ist, nicht verloren gegangen ist. Wir sehen auch immer wieder Bilder eingeblendet vom Callcenter zum Beispiel, vom Betreuungsservice-Center. Das ist alles da, das sind echte Leute. Man telefoniert dann nicht irgendwo ins Nirvana, nach Indien oder sonst irgendwo hin, wo mit irgendjemandem spricht, der keine Ahnung davon hat. Das heißt, das Menschliche und nicht der Konzern stand bei Ihnen bisher immer im Vordergrund. Genau, steht auch nach wie vor im Vordergrund, also auch im ganzen Digitalisierungselement, und wir merken es auch jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, wo ja vermehrt die Digitalisierung auch in den persönlichen Bereichen eingegriffen hat, ist für uns noch immer ganz, ganz wichtig, eine ganz massive, leichte Erreichbarkeit, Ansprechbarkeit, also kein Callcenter in Indien, sondern stinknormale Telefonnummer. Ja. Wir versuchen unseren Kunden absolut rasch und gleich zu helfen, soweit es technisch immer möglich ist. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger USP für uns, hier wirklich auf der Sales-Bereich, im Service-Bereich ganz vorne dabei zu sein, weil das ist einfach für mich das Unterscheidungsmerkmal. Gehen wir mal so ein Fallbeispiel durch. Ich bin jetzt der Tischlereibetrieb aus Burkersdorf und denke mir, ich habe jetzt Kunden viele, ich habe Lagerbestände, Bestellungen, also all das, was ich jetzt irgendwie koordinieren muss. Jetzt rufe ich bei euch an und sage, Freunde, das wäre was für mich, wie schaut da der Prozess aus, bis es hin funktioniert? Ja, der Prozess schaut dann so aus, dass wir, wenn es jetzt Burkersdorf ist, ist es sehr nah. Ja. Das heißt, wir würden dann, sage ich mal, persönlich hinfahren, wenn das gewünscht ist. Wenn es etwas weiter ist, weg ist, ist natürlich ein spontaner Teams oder anderer Online-Betreiber-Meeting dafür vorgesehen, dass man mal auf die Prozesse, die Wünsche des Kunden eingeht. Was möchte er jetzt implementiert haben oder welche Prozesse möchte er jetzt abbilden? Welche möchte er in 2, 3, 5 oder sogar 10 Jahren implementieren? Mhm. Das heißt, wir wollen mit dem System keinen Weg verstellen, sondern unterstützen und das Unternehmen weiterbringen. Deswegen am Anfang seine Probleme, was hat er, was sind die Wünsche, und dann schauen wir, wie wir das mit uns, unseren Systemen abbilden können, zeigen das auch, also präsentieren das System, und ja, dann geht es weiter, sage ich einmal, in die Niederschriften, das Ganze wird dokumentiert, dann geht es zum Consultant. Der Consultant ist dann für den Kunden da und während der Betreuungszeit verantwortlich, und wenn der Go-Live ist, dann geht der Kunde in den Support, und von den Consultant wird es intern auch nochmal in den Support übergeben, dass wenn der Kunde dann anruft, E-Mail schreibt, ins Ticketsystem schreibt, also wir haben ja drei Möglichkeiten, dass der Support weiß, wer der Kunde ist, was er implementiert hat und den Kunden so schnell wie möglich weiterhelfen kann. Ich stelle mir das gerade in dieser Zeit, wo ich den Kunden beginne, sozusagen das ganze System bei ihm hinein zu implementieren, relativ umfangreich vor, gell? In denen seine Workflows jetzt das System hinein und das zu kombinieren, also das ist schon ein intensiver Arbeitsprozess. Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal lassen sich Dinge wesentlich einfacher umsetzen, als was man vielleicht glaubt, einfach durch Funktionalität, die schon vorgegeben sind. Manchmal erarbeiten wir mit dem Kunden einfach Wege oder Prozesse oder Mittel, um seine Wünsche und Anforderungen auch direkt zu implementieren. Und teilweise vielleicht sogar Prozesse für den Kunden effizienter noch zu machen, als es bisher vielleicht aus gewohnter Geschichte halt umständlicher gemacht hat, weil immer den Zettel abgelegt und dann erst der nächste angriffen und weiter. Das sollte das sein. Das ist spannend. Bevor wir gleich auf den Support noch kommen, weil das immer ein wichtiger Punkt ist, Sie sind eben in der Schweiz, Zürich, Frankfurt, München und in Wien. Wird sich das ergeben mit diesen unterschiedlichen Standorten im Dachraum? Ergeben hat es sich dadurch, dass es getrieben war, eigentlich durch unsere Kunden. Unsere Kunden gab es am Anfang also vermehrt in der ungarischen Seite, klarerweise in dem Industriebereich sind die verlängerten Werkbänke in Ungarn, Tschechien, Slowakei entstanden. Aber
die Zentralen dazu sitzen ja klarerweise im deutschsprachigen Raum. Und daher gab es also durch kundengetriebene Situation, dass wir also immer mehr in den bayerischen Raum hineinkommen, durchaus mit Schweizer Kunden zu tun hatten. Dadurch ergab sich auch wieder eines ins andere in die Hand gegriffen und dementsprechend die Situation so genutzt, wie wir sie heute da finden mit der Aufstellung in dieser Dachregion. In dieser gesamten Dachregion, Sie sind auch unterwegs oft, Schweiz wahrscheinlich, Deutschland? Ja, natürlich bin ich großteils in Österreich, aber bin immer mit den Schweizer und deutschen Kollegen in Kontakt. Bin auch gern unterwegs bei größeren Kunden oder Interessenten, dass ich mit den deutschen Kollegen quasi mitgehe oder mit den Schweizer Kollegen mitgehe. Also da schauen wir, dass wir nicht nur die Kunden in diesen drei oder in mehreren Ländern betreuen, sondern auch, dass die Mitarbeiter sich untereinander sehen und untereinander sich helfen. Das passt wieder zum Menschlichen im Unternehmen. Was ja spannend ist, ist auch dieser Bogen bei Ihnen von einerseits Unternehmensgröße, die betreut. Das ist vom kleinen Ein-Mann-Betrieb, Zwei-Mann-Betrieb hinauf bis wirklich großen Unternehmen. Aber andererseits auch die Branchen, vom Fliesenleger eben sozusagen bis hin zu irgendwelchen Finanzinstituten oder Leuten, die mit Geld zu tun haben. Ich denke mal, gerade in der Corona-Zeit, da ist quasi unter Anführungszeichen hin und wieder die Post abgegangen, gell? Wo dann Bestellungen rein und Sachen passiert sind, die sonst ohne dem System wahrscheinlich überhaupt nicht bewältigbar gewesen wären. Beispielhaft seien hier ein Kunden genannt, der über das Wochenende des ersten Lockdown-Wochenendes eigentlich über 70.000 Bestellungen per Webshop reinbekommen haben. Das ist natürlich eine Leistung des Systems, auch aber dann eine Leistung der einzelnen Mitarbeiter, die abzuarbeiten, klarerweise. Aber bezeichnet auch die Stabilität natürlich des Systems, das sie an dieser Stelle bieten kann. Also wenn man sich hier vorstellt, dass die 70.000 Aufträge übers Wochenende, die hineingekommen sind, dann per Hand ins System eingegeben werden müssen, wäre eine hohe Fehlerquote, aber auch viel Zeit notwendig von den Mitarbeitern. An die Überstunden möchte ich gar nicht denken. Und da wurde einfach wirklich Zeit und Geld mit dem System gespart. Wie Sie richtig sagen, Zeitfaktor, Kostenfaktor und Fehlerquotenfaktor, was am Ende des Tages für viel, viel Zeit in der Nachbearbeitung, unzufriedene Kunden und sonstige Geschichten auch sorgt. Gell? Das heißt, das zeigt auch, wie man da auch quasi, was am Ende des Tages das Programm an Effizienz bringt. Dann ist trotzdem irgendein Problem, irgendwas ist, der Kunde kann sich da melden bei euch mit drei Möglichkeiten. Genau. Telefon ist mal die einfachste Möglichkeit und gerade, damit man den Menschen selber abholt, die Möglichkeit. Das heißt, er ruft bei uns an, wir verbinden uns mittels Teamviewer auf ihn drauf, schauen uns das Problem an und schauen wir, ob wir das lösen können, schnell, dann machen wir es gleich, oder ob dafür im Hintergrund eine Lösung gefunden werden muss. Da hat auch der Support-Mitarbeiter dann die Aufgabe, das Ganze zu managen und das weiterzugeben. Nämlich, dass der Kunde nicht mit x verschiedenen Personen redet, sondern der Kunde redet mit uns. Wir lösen das Problem für ihn oder mit ihm gemeinsam. Das heißt, das müssen ja besonders gut geschulte Mitarbeiter sein, die da im Support sind, gell? Dass die auch die Fehler erkennen und wissen, wie man da gleich helfen kann. Grundsätzlich sind alle unsere Mitarbeiter zertifiziert, werden also laufend auch geschult in den neuesten Versionen. Diese Zertifizierungen werden jährlich an sich wiederholt und ist auch eine Anstellungsvoraussetzung, dass diese Zertifikate abgeschlossen werden. Mein Sohn ist ja verantwortlich für die drei Länder, dass also auch die Personen hier wirklich ihre Zertifizierungen abhalten. Und dadurch ist also unser Support nicht vergleichbar jetzt mit irgendeiner Nummer, die ich irgendwo anrufe. Ich sage das immer mit 0800 X, irgendeiner Nummer dahinter. Sondern da geht es darum, wir haben das Motto im Support, managen oder lösen. Lösen bedeutet, ich habe das Wissen, ich kann das lösen, ich kann das jetzt lösen. Oder wie schon vorher beschrieben, managen bedeutet, ich löse das mit mehreren Personen im Hintergrund. Und eben sollte im positivsten Fall also One Face to Customer sein. Sie haben gerade angesprochen mit dem Sohn, wieso die Aufgabenbereichsteilung bei Ihnen beiden? Ja. Gut, der Herr Such ist natürlich Seniorchef und Big Boss und Gründer des Unternehmens, das ist einmal klar. Aber sonst natürlich noch. Ja, die Aufgabenteilung ist natürlich, die Geschäftsführung und die Thematik liegt noch in meiner Hand. Wir teilen uns den Vertrieb, wir teilen uns ein Stück weit im Support zu unterstützen und versuchen also hier unsere eigenen Ideen natürlich mitzunehmen, aber klarerweise kommt von der Jugend andere Aspekte rein, auch ganz klar, dass es nicht immer friktionsfrei läuft.
wäre schade, wenn es anders wäre, weil damit können neue Ideen auf fruchtbarem Boden wachsen und auch die Mitarbeiter sagen, okay, das wäre gut, dann wird man versuchen, das dementsprechend einzuführen. Und so schlecht scheint es ja nicht zu funktionieren, sonst würden Sie beide nicht an einem Tisch sitzen und gemeinsam da sozusagen diese Fragen beantworten und beim Talk dabei sein. Sie waren vorher aber auch bei anderen Unternehmen logischerweise und haben schon andere Welten auch gesehen, bevor Sie jetzt ins elterliche Unternehmen gekommen sind. Genau, ja, also ich war insgesamt 9 Jahre vor einem anderen Unternehmen tätig. Ganz andere Branche, muss ich sagen. Also war ich ein Quereinsteiger. Somit galt es für mich einmal, mich in dieser Branche zu beweisen. Und das geht auch nur über, so wie ich eingestiegen bin, Vertrieb, Consultant, also einzelne und, Projekte habe ich auch umgesetzt und im Support mithelfen, weil das sind wirklich die Themen, was den Kunden brandaktuell interessieren und wie er gelöst haben möchte. Und ja, so bleibt man am Ball. Wie mein Vater schon richtig angesprochen hat, wir sind nicht immer einer Meinung, kommen aber auf einen Nenner und... Das ist schön gesagt, weil ich schaue ja viele Unternehmer zu, die genau die gleiche Situation kennen. Vater, Sohn, das ist natürlich einer der schwierigsten Prozesse. Wie ist das so euer, dass man auch Emotionen hin und wieder mal wegschiebt und nur über die Sache spricht? Wie habt ihr das gehandelt mittlerweile? Was gibt es da ein Rezept für andere, die sagen, Moment, bei mir geht das noch nicht so gut? Ja, im Eifer des Gefechts würde ich sagen, gerade im Unternehmen selber, muss man einfach drüber hinwegschauen und dass beide nur den Kunden zufriedenstellen wollen und das Problem lösen wollen. Im Unternehmen wissen wir beide, was wir wollen und auch wenn es nicht immer dasselbe ist, was wir wollen, am Ende wollen wir dasselbe Ergebnis. Das ist das oberste gemeinsame Ziel. Und was man auch sagen natürlich muss, dass dem Unternehmen muss gut gehen und dem Mitarbeiter muss gut gehen. Also diese Punkte, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, die sind uns sehr wichtig und das sind aber auch Themen, wo wir diskutieren, weil wenn wir sehen, okay, einem Mitarbeiter passt ein gewisser Prozess oder irgendetwas nicht, dann wollen wir das genauso lösen, weil der Mensch ist das Unternehmen und wenn es, sage ich mal, 50 Mitarbeiter sind, dann sind diese 50 Mitarbeiter das Unternehmen. Ich glaube, das geht auch Hand in Hand, weil einen unzufriedenen Mitarbeiter merkt auch der Kunde am Telefon, wenn der jetzt schon missmütig und so weiter und so fort gestimmt ist oder lösungsorientiert und freundlich. Das heißt, das geht Hand in Hand wahrscheinlich auch von den Zahnrädern. Ich denke, das merkt der Kunde relativ rasch. Das ist besonders wichtig. Dieses Wohlfühlen der Mitarbeiter auch. Man merkt es auch, wenn man da durch die Räumlichkeiten geht, das ist schon ein großer Stellenwert. War das immer schon so oder war das Ihnen ein wichtiges Unternehmer, wie Sie gesagt haben, die sollen mit mir an einem Strang ziehen? Ich bin ein riesengroßer Befürworter von Lean-Management und Lean-Management funktioniert normalerweise nur, wenn ich ein sehr gutes, amikales Verhältnis eigentlich zum Mitarbeiter habe. Also nicht die Peitsche und zum Big Boss? Manchmal wäre die Peitsche nötig, natürlich. Ja. Aber im Normalfall sollte eigentlich jeder Mitarbeiter mit soweit auch einen kleinen unternehmerischen Anteil haben und sagen, okay, den Kunden muss ich jetzt zufriedenstellen und dann passt es wieder. Und Dinge, die dadurch anfallen oder Dinge, die regelt man dann eher auf amikale Weise, als wie man hat hier strengste Regeln. Klarerweise ist im Wachstum wird natürlich auch der organisatorische Part ein Part, der mitwächst und immer komplexer wird, weil der Gesetzgeber natürlich in vielen Themen Dinge einfach verlangt, die man zu zweit oder zu dritt wesentlich einfacher lösen kann. Aber ich habe gesehen, Sie sitzen auch auf einer Ebene, da gibt es keine Barrieren. Sie sind nicht jetzt im Glaspalast, oben und unten sind die Mitarbeiter. Sie sitzen sogar mitten im Team drinnen. Das heißt, da ist die absolute Nähe, kurze Kommunikationswege, dabei zu sein bei den Arbeitsprozessen schon auch ganz im Vordergrund. Genau. Also auch wenn wir wachsen, möchten wir das Ganze noch flexibel und agil halten. Das heißt, wir möchten, so wie jeder wahrscheinlich, die guten Eigenschaften von beiden mitnehmen, nämlich das kleine Unternehmen, was schnell reagieren kann, aber das große Unternehmen, was eben die Kundenanzahl auch zufriedenstellen kann. Und das möchte ich eigentlich auch so gut wie möglich machen. Darum sitze ich wirklich auch mittendrin und schaue, dass ich die tagesaktuellen Themen mitbekomme. Wachstum, Zukunft. Wie wird sich das noch verändern? Weil Sie gerade den Gesetzgeber angesprochen haben, wird das alles für kompliziert, wird das noch komplizierter oder schwieriger? Andererseits denke ich mir, genau das, was Sie anbieten, Arbeitsprozesse für Unternehmen, ja im digitalen Bereich die absolute Zukunft sind, noch mehr als jetzt. Ja. Es kommen ja jetzt schon einige Gesetzesthemen auf uns zu, also die sind mitten in der Abarbeitung. Wir haben also mit letzten Februar in der EU als Beispiel Intrastat genannt, also wo massive Veränderungen anstehen, wo Kunden auch ihre Daten natürlich dementsprechend anpassen müssen, wo eine Entscheidung, die eigentlich irgendwo in Brüssel fällt, letztendlich bis zum kleinsten Mitarbeiter oder bis zum kleinsten Unternehmen eigentlich durchgezogen werden müssen und tätig werden muss.
Also hier können wir also mithelfen, in der die Digitalisierung etwas zu vereinfachen, zu Themen. Aber es ist auch, Digitalisierung bedeutet ja für die Jugend von heute oder den affinen Handybenutzer, heißt das ja immer, ich drücke auf irgendeinen Knopf und alles passiert. Dass dahinter natürlich eine Menge an Arbeit und Prozessen läuft, die abgebildet werden müssen. Dieses Verständnis müssen wir auch den Kunden natürlich nahebringen. Aber der Wunsch wird immer stärker. Der Wunsch wird für die Kunden immer natürlicher sozusagen, selbstverständlicher. Und genau deswegen braucht es diese Prozesse, die Sie beim Kunden implementieren. So kann man das eigentlich zusammenfassen, oder? Genau, ja. Woher soll, sage ich einmal, ein Kunde, der in seinem Gebiet wirklich ein Top-Mann ist, denn genau die Prozesse alle kennen, was die optimalen Prozesse sind. Und da haben wir einfach den Riesenvorteil, dass wir mit SAP trotzdem ein Unternehmen haben, was die standardisierten Prozesse abbildet und die wir den Kunden so weitergeben können und seine individuellen Themen dazugeben können. Die Vision, wo soll die Reise hingehen? Verdoppelung der Mitarbeiter, noch größer oder was ist so das, was Sie sagen? 5 Jahre, 10 Jahre, da würden wir uns gern sehen. Die Vision, die wir haben, ist natürlich natürliches Wachstum. Viele zufriedene Kunden, noch mehr zufriedene Kunden. Und mit diesen würden wir gerne weiter wachsen, neue Themen umzusetzen. Spannend, spannend. Ihre Vision noch? Meine Vision. Ja. Ihre aktive Zeit wird noch ein bisschen länger sein. Wobei, als Unternehmer hört man ja nie auf. Das ist ja komplett dazu. Im Normalfall, ja. Das heißt, die nächsten 50 Jahre werden Sie auch noch aktiv sein. Aber Ihre Vision? Ja, mit dem Eintritt in das Unternehmen habe ich mich natürlich für etwas entschieden. Committed, genau, ja. Und meine Vision ist auf jeden Fall am Ball bleiben. Ein konstanter Wachstum, dass wir als Unternehmen selber, sage ich einmal, den Wachstum auch handeln können, damit wir unser Augenmerk eben wirklich genau auf die Kunden haben. All das, was Sie gesagt haben für die Zukunft, wird wahrscheinlich auch das Rezept für die Vergangenheit sein. Deswegen nochmal Gratulation zu 20 Jahren. Das ist schon ein Meilenstein, den man als österreichischer Unternehmer bzw. Unternehmen mit auch noch dann Expansion im Dachraum sozusagen in der Schweiz und in Deutschland hinter sich gebracht hat. In diesem Sinne sage ich Dankeschön für das Gespräch, für diesen interessanten Einblick in eine sehr spezifische und interessante Welt. Und ja, Sie bekommen alle Informationen unter der eingeblendeten Webadresse. Wie schon gesagt, SAP für kleinste Unternehmen, weil es Unternehmensprozesse erleichtert, bis hin zu großen Unternehmen. Einfach anrufen, hier zählt noch der Mensch, wenn Ihre Fragen beantwortet. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Dabeisein. Alles Liebe. Danke. Danke auch.